Ihr sucht immer noch eine preisgünstige Alternative zu den großen, teuren Außenfilteranlagen? Dann bleibt jetzt dran. Denn heute stelle ich euch den Eheim Liberty 75 vor, der optisch ansprechend ist und auch mit dem Preis punkten kann. Geliefert wird der Eheim hier in dieser schönen Designverpackung mit zwei schönen Fischen, damit man auch direkt sieht, wofür der Filter ist. Auf der rechten Seite sehen wir dann hier 2,5 Watt zieht er, maximal für 75 Liter geeignet, wälzt 150 bis 380 Liter die Stunde um, ist für Süß- und auch als Meerwasserfilter geeignet. Hier sehen wir dann noch optimale Strömung, ideal für Einsteiger. Und hier steht nochmal Anhängerfilter, Hänger und Filter. Auf der Seite sehen wir nochmal auf Französisch und auf Spanisch die Anleitung. Und hier auf der Rückseite sehen wir nochmal einen kleinen Blick von oben rein. Und dann sehen wir, dass es der kleinste von drei Liberty-Filtern ist. Es gibt einmal den 75, den 130 und den 200, die alle für unterschiedliche Beckengrößen geeignet sind. Hier unten sehen wir noch das erhältliche Zubehör. Hier ein Garnelenschutz. Da und da noch weitere Filterpatronen, die dann so eingebracht werden können. Das war es dann auch mit der Verpackung. Jetzt schauen wir uns den Eheim Liberty mal von innen an. Direkt oben gibt es eine schöne Abdeckung, die man leicht öffnen kann. Und da sehen wir direkt ins Innere. Und zwar haben wir einmal hier unser Filtermedium mitgeliefert. Ist hier zumindest bei dem 75 dieser ganz normale Filterschwamm, den man auch gut wechseln kann. Dann sehen wir hier ein Einstellrad der Durchflussmenge und da sehen wir die Kammer mit Wasser und unten drunter ist dann das Pumpenrad. Abschließend kann ich nur noch sagen, dass der Filter für 25 Euro absolut sein Geld wert ist, vor allem für Aquascapes, da diese Hang-on-Technik natürlich den Blick schont und das Becken von Innenfiltern und Technik weitestgehend frei hält. Gut gefällt mir auch noch das erweiterbare Zubehör, wobei ich bei diesem Garnelenfilter euch direkt sage, wie ich das hier gemacht habe. Kauft euch diesen Garnelenschutz nicht, bastelt euch einfach selber aus einem alten Filterschwamm da was, schneidet da ein Loch rein und schiebt das da drüber oder die Strumpfhose. Die Strumpfhose hatte ich auch erst, aber das setzt sich nach einer Stunde so voll, dass da nur noch die Hälfte rausläuft. Also finde ich einfach einen groben Schwamm viel besser.